In diesem Video zeigen wir dir, wie du dein TikTok-Konto möglichst sicher einstellen kannst, um dich vor fiesen Kommentaren, unangenehmen Nachrichten oder gruseligen Inhalten zu schützen. Zunächst einmal ist es sehr wichtig, dass du bei der Anmeldung bei TikTok dein richtiges Alter angibst. Je nachdem gibt es nämlich schon bestimmte Voreinstellungen, die deine TikTok-Nutzung angenehmer machen. Welche Voreinstellungen das genau sind, werden wir jeweils in den einzelnen Einstellungen erklären. Übrigens, wenn TikTok herausfindet, dass du bei der Angabe deines Alters gelogen hast, kann es passieren, dass dein Account gesperrt wird. Sei also bei der Anmeldung gleich ehrlich. Dein Alter kann im Nachhinein auch nicht mehr geändert werden. Um in die Einstellungen zu gelangen, gehst du zuerst auf dein Profil und wählst das Bürgermenü oben rechts. Klicke nun auf Einstellungen und Datenschutz und dann Datenschutz. Als erster wichtiger Tipp von uns, aktiviere das private Konto. Denn dann können nur Nutzer deine Videos und Inhalte sehen, die du vorher in einer Follower-Anfrage bestätigt hast. Bestehende Follower können aber weiterhin deine Inhalte sehen. Wenn du unter 16 Jahre alt bist, ist das private Konto schon voreingestellt. Mit der Einstellung privates Konto hast du schon einmal eine Menge Kontrolle darüber, wer deine Inhalte sehen kann. Es gibt aber noch viele weitere Einstellungen, die sehr nützlich sein können. Überlege dir zum Beispiel, ob du den Aktivitätsstatus deaktivieren möchtest. Ansonsten können Leute, denen du ebenfalls folgst, sehen, ob du gerade online bist, wenn diese ebenfalls den Status aktiviert haben. Hat schon einmal jemand etwas Peinliches oder Unangebrachtes unter dein Video geschrieben? Mit diesen Einstellungen schützt du dich. Wähle den Punkt Kommentare. Hier kannst du einstellen, wer deine Videos und Stories kommentieren darf. Jeder TikTok-Nutzer, Freunde oder niemand. Für unter 16-Jährige stehen nur die zwei letzten Optionen zur Auswahl. Betätigst du den Schieberegler bei Alle Kommentare filtern, werden Kommentare zukünftig nur noch sichtbar, wenn du sie genehmigst. Wenn dir das zu krass ist, kannst du aber auch gezieltere Einstellungen treffen. Unter Ausgewählte Kommentartypen filtern werden unangemessene oder beleidigende Inhalte, obszöne Ausdrücke und Schimpfwörter oder Werbung und Spam von TikTok automatisch herausgefiltert. Du kannst hier einstellen, wie streng TikTok Kommentare dieser jeweiligen Kommentarkategorien unter deinen Videos filtern soll, bevor sie gepostet werden. Außerdem kannst du Stichwörter filtern, die vor der Veröffentlichung erst von dir genehmigt werden müssen. Wenn dir zum Beispiel manche Wörter oder scheinbare Komplimente wie sexy unangenehm sind, kannst du diese filtern lassen. Auch wenn solche Filter nicht perfekt sind und auch immer mal wieder Fehler passieren, bieten sie trotzdem einen gewissen Schutz und sind deswegen empfehlenswert. Unter dem Punkt Erwähnungen und Markierungen erhältst du die Kontrolle darüber, wer dich in Videos oder aber in Beschreibungen, auf Stickern, in Kommentaren und Stories erwähnen darf. Betätigst du den Schieberegler bei Wenn du erwähnt wirst, erhältst du zukünftig eine Benachrichtigung in deinem Postfach, wenn jemand deinen Beitrag geliked oder kommentiert hat, in dem du verlinkt bist. Unter dem Punkt Direktnachrichten kannst du entscheiden, wer dir schreiben darf. Für unter 16-Jährige sind die Privatnachrichten generell gesperrt. Bei unter 18-Jährigen ist die Funktion standardmäßig auf Niemand eingestellt, kann aber auf Freunde angepasst werden. Betätigst du den Schieberegler bei gefilterte Anfragen, werden von TikTok als verdächtig eingestufte Personen nur noch in einer anderen, separaten Nachrichtenkategorie angezeigt und du erhältst keine Benachrichtigung, wenn sie dir schreiben. In den folgenden zwei Einstellungen kannst du entscheiden, wer mit deinen Videos ein Duett oder einen Stitch aufführen kann. Du hast jeweils die Auswahl zwischen alle Follower, denen du ebenfalls folgst, oder nur ich. Bei Videos von unter 16-Jährigen ist die Stitch- und Duett-Funktion gesperrt. Weiterhin kannst du einstellen, ob andere sehen dürfen, wem du folgst und welche Videos dir gefallen. Außerdem findest du noch die Einstellung Beitragsaufrufverlauf. Ist diese Einstellung aktiviert, können deine Follower sehen, wie häufig du ihre Videos angesehen hast und andersherum. Stell sie also aus, wenn es dir unangenehm ist, dass andere sehen können, wie oft du ihre Beiträge angeschaut hast. Für junge Nutzer der App gibt es außerdem noch einige weitere Voreinstellungen. Zum Beispiel können Videos erst ab 16 Jahren aus der App heruntergeladen werden und erst ab 18 Jahren können virtuelle Geschenke gekauft oder erhalten werden. Push-Benachrichtigungen werden für Jugendliche zwischen 13 bis 15 Jahren ab 21 Uhr deaktiviert und für 16- bis 17-Jährige ab 22 Uhr. Das waren die wichtigsten Privatsphäre-Einstellungen, die du unbedingt einmal durchgehen solltest. Wenn du nun zurück auf die Hauptseite von Einstellungen und Datenschutz gehst, findest du aber noch einige weitere interessante Einstellungen. Wähle doch zum Beispiel mal den Punkt Inhaltspräferenzen aus. Hier kannst du den eingeschränkten Modus einschalten,
Dann werden dir zukünftig weniger Videos auf deiner Für dich-Seite angezeigt, die dich erschrecken könnten. Um den Modus zu aktivieren, musst du einen vierstelligen Code eingeben. Bei dem Punkt Anzeigen kannst du per Schieberegler einstellen, dass dir keine personalisierte Werbung mehr angezeigt werden soll. Das ist Werbung, die speziell auf dich zugeschnitten ist und dich entsprechend eher zum Kauf eines Produktes verleiten soll. Ertappst du dich manchmal dabei, dass du TikTok viel länger benutzt, als du es dir eigentlich vorgenommen hast? Wähle Bildschirmzeit, um deine TikTok-Nutzung ein bisschen besser kontrollieren zu können. Du kannst hier entweder tägliche Bildschirmzeiten einrichten oder Bildschirmzeitpausen festlegen. Du hältst dann jeweils eine Erinnerung von TikTok, wenn diese Zeiten oder Pausen erreicht sind. Öffne doch gleich mal deine Einstellungen bei TikTok und passe deine Privatsphäre an.